Die Kinderbiennale in Dresden lädt dazu ein, einzutauchen in magische, träumerische Räume und an sich selbst eine ganz neue Form von Gestaltungskraft und Fantasie zu entdecken. Das Thema ist Dreams and Stories. Wir haben überlegt, wir können die Ausstellung nicht alleine machen. Wir dachten, okay, wir brauchen Experten in diesem Gebiet. Und die Experten sind natürlich die Kinder selbst, weil die Kunst richtet sich an die Kinder und ihre Familien. Wir haben einen Kinderbeirat, der uns sehr tapfer dabei unterstützt hat. Wir haben ihnen 50 Künstlerräume als Angebot vorgelegt und sie durften ihre 10 Favoriten aussuchen. Und die Entscheidungen haben uns so überrascht, dass wir begeistert diesen Weg weitergegangen sind und gesagt haben, es ist nicht immer das, was wir denken, was gut wäre für die Kinder, sondern die Kinder haben extrem präzise Vorstellungen. Kinder haben ein anderes Vertrauen in ihre eigenen Wünsche, Träume. Sie können auch ziemlich genau ihre Ängste benennen, was wir uns vielleicht gar nicht mehr so trauen, was wir verdrängen. Eigentlich geht es wirklich darum, auch so ein bisschen das Klischee vom Museum aufzubrechen, dass man nichts anfassen darf. Und das leistet ja die partizipative und interaktive Kunst. Und es geht wirklich darum, auch nochmal selbstkritisch zu hinterfragen, was geben wir vor und wo drängen wir unsere Besucher auch hin, dadurch, dass wir etwas vorgeben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur Bilder an der Wand hat, sondern dass man auch mit zeitgenössischer Kunst nochmal ganz anders arbeiten kann. Ich wünsche mir, dass diese erste Kinderbiennale in Europa auch die Menschen, die kommen, wirklich auch glücklich stimmt und begeistert und ihnen auch ein positives Gefühl mitgibt. Ich halte es für wichtig, dass auch ein Museum sich bemüht, sehr präzise auch mal die Perspektiven von Kindern einzunehmen, damit auch vielleicht aus gewohnten Denkweisen selber herauszubrechen, mal es umzukehren und zu sagen, wir gehen jetzt mal wirklich von dem Gegenüber aus.